Hallo und herzlich willkommen bei Männerherz. Heute geht es um was ganz Spezielles, nämlich einen Vakuumcleaner. Näheres dazu nach dem Intro. So, dann widmen wir uns gleich dem Sauger. Vorab möchte ich dazu sagen, unser Kanal ist normalerweise ja auf Männer ausgerichtet, deshalb heißt er ja auch Männerherz. Und einen Staubsauger jetzt darzustellen, hat überhaupt nichts mit Frauen zu tun oder sonst was. Oder es gibt auch Frauen, die können das auch brauchen. Die Berufe sind ja vielfältig. Also wir nutzen das Gerät für folgenden Zweck, oder es ist für diesen Zweck vorgesehen. Nämlich zur Reinigung von Laptops innen, im Innenbereich, also wenn sie zugestaubt sind vom Ventilator oder von Smartphones, Playstation, Elektrogeräte, wenn wir die reparieren, wollen wir gerne diesen Sauger benutzen. Ob der was taugt, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen nach dem Unboxing. Bisher haben wir das mit dem Kompressor gelöst, aber ich denke, ein Vakuumcleaner, so in dieser Form, eignet sich dann doch wohl besser. Hoffen wir zumindest. Weil der Kompressor pustet ja im Prinzip noch mehr Staub von der einen Seite zur anderen. Ja, also gut, mit 10 Bar Druck, es wird schon nichts übrig bleiben, aber mit einem Sauger hat man das eben aufgenommen und es fliegt nicht im Raum rum. Darum eben. Ja, jetzt packen wir den mal aus. Preislich liegt er im Übrigen bei knapp 33 Euro bei Amazon. Link findet ihr in der Beschreibung, ist ein Affiliate-Link. Würden wir eine Provision bekommen, wenn ihr den kauft, zahlt ihr keinen Cent mehr. Würde uns auch freuen. Aber erstmal müssen wir schauen, ob das Ding was taugt. Das machen wir gleich. So. Also, wir haben hier den Vakuumsauger, bei dem ich hoffe, dass er vorgeladen ist. Der hat einen Filter drinnen, finde ich sehr praktisch, ist also ähnlich wie bei einem beutellosen Staubsauger. Dann haben wir in der Verpackung ein USB-Ladegerät. Ich nehme an, dass das sieht ein bisschen komisch aus, sieht man hier, ja. Gut, erklärt sich auch warum. Hat eine Umwandlung innen drin, ja. Daher, hier steht es auch, Input 5 Volt, Output 9 Volt. Also da wird noch umgewandelt in 9 Volt. Dann haben wir eine Verlängerung für den Ritzen zum Beispiel. Ja, eine etwas größere Turbine, eine kleine Bürste und so ein Feinaufsatz, ja. Jetzt haben wir extra ein bisschen Dreck vorbereitet. Den werden wir jetzt mal ausleeren. So. Ich hoffe, man sieht das hier. Jetzt versuchen wir mal. Oh ja. Also er saugt. Kann ich schon mal bestätigen. Ich nehme an, er wird bei dem Dreck jetzt keine Probleme verursachen. Fühlt sich, ja, also für so einen Staubsauger sind diese, also ist über 30 Euro schon viel Geld, ja. Also für mich persönlich ist das jetzt ein Versuch und vor allem für dieses Video. Wir werden den auch behalten, weil er doch nutzbringend ist, auch in der Werkstatt für kleinere schmutzige Dreckstellen oder sonstiges oder eben für Handy, Laptop, wie ich schon erwähnt habe. Aber so im Großen und Ganzen, von der Verarbeitung her und so weiter, würde ich dieses Gerät nicht nochmal kaufen für die Kohle, die er gekostet hat. Ja? Wir versuchen jetzt mal über Saugt. Ich denke, das wird schon klappen, aber preislich finde ich das doch schon übertrieben.
Ja, gut. Also er möchte gerne und kann es nicht, weil das Loch des Staubsaugers zu klein ist, ja, für diesen spitzer Dreck. Ich muss den Dreck dann ein bisschen verkleinern und mal sehen, ob der das dann irgendwie durch diese Öffnung bekommt. So, nochmal. Also für Staub und kleineren Dreck, ja, kann ich sagen, saugt der richtig klasse. Die größeren Sachen, die hängen sich halt quer, weil sie auch für das nicht gedacht sind. Ja, das lädt man normalerweise in den Mülleimer, ist ja klar. Aber ich wollte jetzt nicht noch das Essen vorbereiten hier vor der Kamera mit Brötchen und Krümeln. Das wäre mit Sicherheit leichter gegangen wie dieser spitzer Dreck. Aber man kann sehen, also der saugt einwandfrei. Das Ding funktioniert. Er hat auch eine ordentliche Saugleistung. Die Saugleistung, damit bin ich jetzt mal im Vorfeld sehr zufrieden. Ich bin mir sicher, der wird seinen Zweck bei uns in der Werkstatt erfüllen. Preislich ist er das Geld nicht wert, von der Verarbeitung alleine schon. Aber wer es braucht, dem kann ich davon nicht abraten. Ja, also. Was soll ich sagen? Das Gerät tut, für was es bezahlt wurde, kann, für was er bezahlt wurde, das auch leisten. Aber ja, ich finde ihn zu teuer. Trotzdem, wenn ich jetzt den Aufsatz hier nicht drauf mache, ja, wir haben ja diese mehreren Aufsätze, habe ich drüber gesprochen, nehme ich jetzt diesen Grobaufsatz, also ohne Aufsatz mache ich das so, dann müsste er alles saugen, ja. Sieht man, ja. Der Schmutz befindet sich dann da drin. Der Filter filtert das dann zum Motor. Hier drin ist eine kleine Turbine, die saugt dann die Luft an. Akku nehme ich an, ist hier verbaut. So im Großen und Ganzen ist er schon gut, ja. Ich kann ihn weiterempfehlen, aber wie gesagt, der ist mir zu teuer. Ja. Ich würde ihm eine 6 von 10 Punkten geben, ja. Für die Werkstatt ist er okay. Im Regelfall kauft man sich was Größeres, ja. Also ein Akkustaubsauger, Baustellenstaubsauger, so ein Baustaubsauger gibt es mit Akku. Das hat man eher in der Werkstatt, ja. Aber für einen Feinbetrieb, für die Lösung jetzt von Staub und so weiter, kann man dazu zurückgreifen, ja. Oder für im Auto, ja, der passt ja ins Handschuhfach. Für im Auto, für mal was wegzusaugen, ist das Ding ganz klasse. Ich meine, er wird hier seinen Zweck erfüllen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist noch eine Anleitung dabei. Die ist auf der einen Seite chinesisch, ja. Und auf der anderen Seite dann in Englisch. Netzteil zum Laden ist da nicht dabei, aber passt halt an jedes handelsübliche Netzteil mit USB und lässt sich dann aufladen. Die Aufladezeit dauert zwischen 3 und 4 Stunden und er soll dann laut Verpackung zwischen 20 und 30 Minuten, Sekunde, ich schau nochmal. Oder habe ich das bei Amazon gelesen? Also ich meine, es sind zwischen 30 und 40 Minuten. Ich schaue noch mal rein, dass ich euch da nichts Falsches erzähle. Steht nicht drin. Also findet ihr in der Beschreibung bei Amazon. Von uns bekommt ihr die Vorführung. Bei Amazon das Produkt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Produkt kaufen würdet, würdet ihr uns unterstützen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert
teilt den Kanal und bleibt uns treu. Wenn ihr schon Fans seid oder Abonnenten, schaut immer wieder mal rein. Wir bringen ja immer neuen Content und ansonsten bis dann, Freunde. Ciao.